Jarvis Theodore Roosevelt Cato wurde 1905 in den USA geboren. Über seinen Hintergrund ist wenig bekannt. Man weiß nur, dass er in New York lebte und gelegentlich als Taxifahrer arbeitete. 1935 beging er seinen ersten Mord. Für diese Tat saß ein Unschuldiger 5 Jahre in Haft. Am 4. August 1941 erwürgte er eine 26-jährige Kellnerin. Es gab Spuren seiner Fingernägel in ihrer Haut. Ein paar Tage später wurde ihre Uhr in einem Pfandhaus gefunden, was schließlich auf seine Spur führte. Am 29. August 1941 wurde er endlich verhaftet. Die Ermittler kamen nach einer Weile einer jahrelangen Mordserie auf die Spur. Zwischen 1935 und 1941 hatte Cato mindestens 9 Frauen brutal erwürgt und anschließend vergewaltigt. Einige beraubte er anschließend. Wie viele er genau getötet hatte, konnte Cato selbst nicht mehr genau sagen. Er wurde zum Tode verurteilt und am 15. Januar 1943 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.